So, hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer chilligen Runde Minecraft 3.0. Yo, jetzt sollte alles in Ordnung sein, mit dem Ton vor allen Dingen, denn ich habe bei OBS Studio nochmal alles von Grund her neu eingestellt, mit Hilfe eines Tutorials und habe auch schon einen Test gemacht. Ich hoffe, jetzt läuft alles rund. Und dann legen wir auch gleich los. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dem Video. Und wenn es euch gefällt, dann lasst eine positive Bewertung und ein Abo da. Ich würde mich freuen. Und ich verlinke euch in meiner Videobeschreibung eine Facebook-Gruppe, das ist der Ultimate Fight Club. Dort geht es um Wrestling und Kampfsport im Allgemeinen. Wenn ihr auf sowas steht, dann schaut dort gerne mal vorbei. Und jetzt, let's go! So, wir wollen uns ja heute hinter uns das Dschungelbiom bzw. Tropenbiom anschauen. Um zu checken, ob das ein Ort für uns ist, wo wir bleiben wollen. Und wir werden jetzt die ganzen und wir werden jetzt das ganze Biom erst einmal uns ganz in Ruhe angucken. Gut, das würde mir vielleicht schon gefallen. Hier könnte man sich vielleicht reinbauen und sich ein Zuhause bauen, eine Basis. Aber wir schauen uns das Dschungelbiom ganz einfach mal. Hier will ich lieber nicht runter. Ganz einfach mal ganz in Ruhe an und entscheiden dann, ob wir uns hier niederlassen und wenn, wo wir uns dann niederlassen. Wir schauen erstmal, wie groß das alles ist. Können uns jetzt erstmal nichts mitnehmen, denn dazu brauchen wir erstmal ein kleines Lager. Schöner Baum hier. Gut, wir werden mal weiter runter gucken. Jo Leute, also eigentlich sollte jetzt mit dem Ton alles hinhauen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden damit und das gefällt euch. Dann ist jetzt alles soweit gut. Und es dürfte also im Normalfall keine Probleme mehr geben. Die zweite Folge war ja leider ein bisschen suboptimal, aber ich habe es euch in die Videobeschreibung geschrieben. Ja, ich hatte ja die Folge fast fertig, beziehungsweise hatte die Folge fertig. Ich hatte die in drei Aufnahmen unterteilt, weil ich auch zwischendurch Probleme mit dem Spiel hatte, dass mir das abgeschmiert ist und dadurch, dass ich ja jetzt Backups mache, konnte ich mir natürlich dann den Punkt wieder zurückholen, wo ich am Anfang gestartet bin, ne? Und dann ist aber irgendwas schief gelaufen und ich hatte einen Black Screen drin. Deswegen konnte ich euch das nicht zumuten. Also ich kann euch ja kein Black Screen als Video machen, nur Ton oder so. Dann könnt ihr ja lieber ein Hörbuch hören oder so, ne? Lol. Aber ja, das dürfte jetzt eigentlich nicht passieren. Und dann legen wir jetzt einfach mal los und schauen uns hier um. Es scheint doch ein bisschen größer zu sein, als wie ich gedacht habe. Ja, vielleicht sollten wir uns zum Anfang hier irgendwie ein bisschen in einen Berg reinbauen. Und dann mal schauen, ob wir uns eventuell dann ein Baumhaus machen. Da geht es ja weiter da hinten. Okay, aber das scheint nicht mehr viel zu sein. Da ist nur noch Bambus. Aber das sind auch noch Tropenbäume da, ne? Sieht ganz so aus. Und hier ist ein Panda. Katze ist schon neugierig. Da ist ein Ertrunkener, der uns beobachtet. Oh.
Gut. So, dann schauen wir hier mal weiter. Und hier haben wir auch ein Ocelot. Oder zwei sogar, ne? Ne, eins ist das. Hallo Ocelot, hallo Panda. Gut, was ist dann hier? Wir haben ja auch Melonen. Gut, und dort? Ja, das ist ja der Pillager-Turm. Okay. Ich würde noch mal kurz hier rüber schauen. Dort sieht es aus wie Steppe, ne? Wie ein Steppenbiom. Und die Tastentöne dürften auch überwiegend minimiert sein. Das freut mich auch. Das habe ich ja schon in der letzten Folge mitbekommen. Und ich habe ja vorher auch einen Test gemacht, dass die Tastentöne auf jeden Fall sehr minimiert sind. Ich habe auch keine sehr gute Tastatur, ne, sage ich ganz ehrlich. Vielleicht hört man da trotzdem mal was, wenn die Tasten so, naja, so knirschen und weiß ich, so eine eisernen Klopfgeräusche machen. Aber das dürfte auf jeden Fall sehr minimiert sein. Und deswegen bin ich im Moment gerade sehr zufrieden damit. Ich hoffe, dass ich nicht nach dem Video enttäuscht werde, aber ich denke es nicht. So. Also, ja, schon sehr nice hier. Ich würde mal sagen, wir bauen uns ein bisschen da in den Dschungel erstmal, in das Tropenbiom. Ich würde mich erstmal in einen Berg reinbauen, beziehungsweise Hügel. Und dann schauen wir, wie wir weitermachen, dass wir uns dann später eventuell ein schönes Baumhaus da in so einen hohen Baum bauen, ne? Also das wäre auch schon interessant für mich. Aber fürs Erste nehmen wir, denke ich, eine Höhle. Wir schauen mal dort hinten. Dort geht es scheinbar rein ein Stück oder zumindest ist da Kohle. Vielleicht können wir das gleich nutzen. Und wir haben hier ringsherum auch die Steppe natürlich. Dann hier auch normale Biome, also das ist schon, und da hinten ist ja unsere Wüste, wo wir auch Villager haben. Und da können wir uns dann auch den ein oder anderen Villager holen. Oh ja, das finde ich schön hier. Das finde ich schön. Das finde ich richtig nice. Ich denke, hier können wir uns erstmal fürs Erste eine schöne Unterkunft bauen. Und damit werden wir jetzt loslegen. Wir haben auch noch Fackeln. Wir bauen uns erstmal die Kohle ab, Leute. Und dann bauen wir uns hier also rein. Mietz, du kannst dich erstmal hinsetzen. Hier aufpassen, damit kein Creeper kommt. So. Wir holen uns die ganze Kohle. Klopfen hier ein bisschen den Stein weg. Dann machen wir uns auch noch eine Schippe. Wir können uns ja erstmal unsere Werkbank hier hinstellen und dann hauen wir uns auch erstmal aufs Ohr. Den Ofen können wir auch gleich hinstellen. Erstmal, den können wir ja dann wieder abbauen. Die Werkbank genauso. So, dann machen wir hier Kohle rein. Und dann machen wir uns hier mal die Kartoffeln. Haben wir auch gleich ein bisschen Licht. Und dann schauen wir mal werkbankmäßig. Ich brauche natürlich dann die eine oder andere Spitzhacke. Da machen wir uns aber Steinspitzhacken. Ganz klar. Zaubertisch können wir uns dann auch bauen. Nice. Gut, wir sind also so gut wie angekommen, sage ich mal. Und dann wird es jetzt daran gehen, dass wir uns hier die Basis zurecht machen. Wir machen uns jetzt Spitzhacken. Gut, ich habe keine Sticks. Wir brauchen also erstmal Holz. Ich werde das Bett jetzt hier mal aufstellen. Und dann machen wir uns im Morgenlicht an die Arbeit. Mietz, kommst du mit ins Bett? Jawohl.
Was hat sie mir denn Schönes gedroppt? Gar nichts. Okay. Doch hier. Oh, nice. Hühnchen hat sie gefangen. Wunderbar. Können wir uns dann auch gleich grillen? Gut, eine Schippe wollte ich auch machen. Wir brauchen erst Holz. Erst einmal brauchen wir Holz. Werden wir mal die Birke hier nehmen, oder? Nehmen wir lieber die Eiche. Gut, nehmen wir die Eiche. Axt könnten wir uns auch machen, ne? Da brauchen wir auch erstmal Sticks. Und ich würde sagen, wir machen uns dann hier, wir erweitern dann sozusagen das Tropenbiom und holen uns dann Tropenbaum-Setzlinge und dann werden wir hier auch Tropenbäume hinpflanzen. So, dann können wir uns jetzt Bretter machen und Werkzeug. Und natürlich erstmal Sticks. Wunderbar. Gut, dann machen wir uns. Die Goldspitzhacke haben wir auch noch. Wir machen uns auf jeden Fall erstmal zwei Schippen, würde ich sagen. Oder reicht eine auch erstmal? Klar. Können wir uns die Kartoffeln schon rausnehmen? Und dann machen wir das Hähnchen rein. Und wir haben ja auch eine Goldschippe. Na gut. Wir nehmen aber erstmal die Steinschippe, würde ich sagen. Machen hier den Kies erstmal weg. Gut. Dann können wir uns jetzt schon mal. Gut, wir wollen ja hier den Eingang machen. Da würde ich mal sagen, füllen wir das uns hier unten erstmal mit Bruchstein aus. Und dann kommt ja mindestens noch eine Schicht drüber. Den Lapislazuli nehmen wir natürlich weg. Ja, und das Geräusch habt ihr bestimmt auch gerade gehört. Deutet ja immer auf irgendwas hin. Einzuordnen weiß ich das leider auch noch nicht, aber auf jeden Fall weist es auf irgendwas hin. Nehmen wir uns. Und wir nehmen uns Bruchstein. Wir können uns hier genug Bruchstein wegmachen. Da brauchen wir nicht sparen damit. Dann machen wir das hier mal zu, würde ich sagen. Weil ansonsten haben wir hier wahrscheinlich dauernd ein Geräusch. Genau. Zeug kommt damit hoch. Und kommt hier jetzt noch, würde ich sagen, eine Schicht drüber. Das könnten wir eigentlich mit Diorit machen. Dann stellen wir uns erstmal eine Kiste auf. Würde sagen, das machen wir hier draußen. Stellen wir uns hier erstmal eine Kiste hin zum Übergang. Hier haben wir auch schon Eichensetzling. So, dann packen wir mal erstmal was weg. Das Eisen kann erstmal weg. Die Stöcke, na gut, die behalten wir uns. Die Schatzkarte kann erstmal weg. Können wir jetzt durchstarten? Wir nehmen uns mal das Hähnchen hier raus. Schmelzen das Gold. Und dann haben wir auch noch Lammkeulen. So, dann bauen wir uns jetzt Diorit ab, würde ich sagen. Das lassen wir hier mal so. Also das hier außenrum, weil das von beiden Seiten so einigermaßen gleichmäßig aussieht. Gut, die Seite könnte man dann noch. Aber erstmal bauen wir uns hier drin die Basis. Dann würde ich sagen, wir machen uns auch mal ein, zwei Steinspitzhacken. Aber dazu bauen wir erst noch ein bisschen Stein ab. Gut, die eine Eisenspitzhacke, die können wir auch alle machen.
Die beiden machen wir auch noch weg. Dann mache ich euch auf die Seite erstmal eine Fackel. So. Seht ihr ein bisschen mehr? Und dann machen wir weiter mit unserer Arbeit. Die Erde kommt natürlich auch weitestgehend weg. Gut, das ist vielleicht schon der Außenbereich, oder? Weiß nicht ganz genau. Wir sollten vielleicht erstmal gucken. Ja gut, jetzt müssen wir natürlich. Jo Leute, wir schauen mal kurz. Würde ich sagen, wir gehen mal hier hoch. Ah doch, ich glaube, da können wir uns austoben. Also das ist schon ein schöner Hügel. Ach Leute, richtig nice. Da haben wir uns eine schöne Stelle ausgesucht, würde ich sagen. Das passt. Das passt auf alle Fälle. Wir werden immer Bambus haben, um Sticks zu machen, um die dann zu verkaufen und so weiter. Finde ich schon richtig gut. Also wir können uns hier austoben nach hinten. Sehr nice. Gut, dann machen wir weiter. Den machen wir auch weg hier. Gut. Dann machen wir uns jetzt. Die Diamantspitzhacke braucht man natürlich nicht auf. Die erstmal auch nicht, würde ich sagen. Obwohl Gold eigentlich. Aber die hat eben schöne Verzauberung oben. Haltbarkeit und Effizienz. So. Dann ist jetzt das Gold auch fertig. Wir können uns unsere Lammkeulen machen. Wunderbar. Okay, die Liane, die könnte man eigentlich lassen. Dann machen wir uns jetzt Spitzhacken. Genau so machen wir das. Okay, Miet sitzt auf dem warmen Ofen. So, dann nehmen wir hier den Diorit noch weg. Den einen lassen wir hier. Die Außenwand lassen wir quasi so. Erstmal gucken, wie es uns dann gefällt. Und dann legen wir dann natürlich den Fußboden mit Diorit aus, würde ich sagen. Das ist erstmal nicht so verkehrt. Okay, irgendwo ist hier der wandernde Händler. Ja, genau. Und die Lamas rotzen wieder rum. Ziehen die Rotze schon hoch. Aber wir tun denen ja nichts, dann spucken sie uns auch nicht an. Gut, dann würde ich sagen, legen wir das hier unten doch nochmal mit Kies aus. Dann ist der gleich weg. Weil hier wird er dann sowieso unser Fußboden und da sieht man ja den Kies nicht. So, und dann checken wir mal ab, ob der Händler was für uns Schönes hat. Erstmal schlafen. Mietz kommt wieder mit. Wunderbar. Oh, ein verrottetes Fleisch hat zu uns gedroppt. Gut. Wo ist denn der? Komme ich hier hoch? Jetzt aber. Was hast denn du? Hast du was für uns?
Stachelkorallenblock. Packeis. Glowstone, gut, das brauchen wir nicht. Was ist das? Birkensetzling, gut, das brauchen wir auch nicht. Aber wir holen uns mal auf jeden Fall Stachelkorallenblock. Das habe ich noch gar nicht gehabt, den Block. Wir kommen gleich wieder, ja? Oh. Gut. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Aber wir holen uns jetzt die Smaragde. Dann gehen wir nochmal hoch. Dann kann ich gleich nochmal üben, runterzukommen. So, wir wollen bitte einen Stachelkorallenblock. Dann nehmen wir gleich alle beide, würde ich sagen. Finde ich sehr interessant. Packeis brauchen wir erstmal nicht, glaube ich. Das können wir uns dann später auch selber abbauen, ne? Ich glaube, die Korallen ja wahrscheinlich auch, aber nehmen wir die erstmal zum Testen. Gut, dann haben wir alles. Dankeschön. Hier war's. Okay, nice. Schauen wir mal, ob wir damit irgendwas machen können. Ja, wahrscheinlich alleine damit nicht. Gut, aber wir finden schon irgendeine Verwendung dafür. Wenn ihr wisst, was man mit den Stachelkorallenblöcken macht, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Gut. So, dann machen wir jetzt noch den Fußboden fertig auf jeden Fall. Brauchen wir natürlich mehr Diorit. Außen das lass mal wieder. Das können wir alles wegnehmen. Nice. Leute, ich freue mich gerade. Ich freue mich, dass ich das mit dem Ton jetzt höchstwahrscheinlich, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber dass ich das höchstwahrscheinlich jetzt hingekriegt habe und auch zufrieden damit sein kann. Das macht mich gerade sehr, sehr glücklich. Dann auch, dass wir eine Basis gefunden haben und das alles so rund läuft gerade. Aber ich klopfe auf Holz, auf meinen Kopf und sage toi toi toi. Ja, ich wollte euch natürlich dann Folge 2 nicht vorenthalten, da wäre ein zu großer Schnitt drin gewesen. Und ja, das wollte ich vermeiden, weil ich euch ja eigentlich komplett mitnehmen will. Und ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wenn ich Wege mache, wo ich nichts entdecke oder wo nichts passiert, da schneide ich natürlich auch mal, um einfach mehr in die Folge zu packen. Aber solange wie wir was entdecken und wenn etwas Spannendes passieren kann oder könnte, seid ihr natürlich immer mit dabei. So sollte das sein, finde ich. Ihr könnt ja eure Meinung gerne auch mal dazu in den Kommentaren hinterlassen. Und dann schauen wir mal. Wir können uns dann auch zeitnah das Nether-Portal aufbauen und Stuff aus dem Nether holen. Jo, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Wenn wir uns Marmor hier, nee, Marmor nicht. Wie heißt denn das? Ja, gut. Sind wir wieder bei der Geschichte. Hier mal noch einen hin und hier. Der kommt natürlich auch weg jetzt hier. So.
Und dann können wir auch erstmal, gut, ich würde mal sagen, hier machen wir vielleicht Stufen hin. Also Treppenstufen. Polierter Diorit ist auch nicht schlecht. Die erreichen erstmal. Leute, wie gesagt, ich habe mein Tonprogramm jetzt nochmal komplett überarbeitet, mein Aufnahmeprogramm nochmal komplett überarbeitet. Und da dürfte eigentlich nichts schief gehen. Gut, die Stufen nehmen wir hier weg. Cool. Ja. Doch, kommen die nehmen wir weg. Wir machen nochmal eins weiter. Gut. Ich mache hier noch einen Block hin und mache die Stufen dann eins weiter. Machen wir hier auch polierten Diorit hin, würde ich sagen, und dann davor kommen die Treppenstufen. So. Dann brauchen wir natürlich noch eine Tür. Da holen wir uns dann gleich einen Baum. Da werden wir uns mal Tropenholz holen. Der kommt auch wieder weg hier, der Kies. Und da machen wir normalen Diorit hin. So. Gut. Dann brauchen wir also zwei Blöcke für die Tür. Wir machen eine Doppeltür, würde ich sagen. Dann kommt hier drüber, würde ich sagen, auch noch Diorit. Gut. Dann holen wir uns jetzt nochmal ein bisschen Tropenholz. Mietz kann hier bleiben. Aufpassen, dass kein Creeper kommt. Wir schauen mal, ob wir einen kleineren finden, den wir abholzen können. Weil wir wollen ja die Tropen nicht komplett abholzen. Ne? Wir machen aber auch wieder Neuaufforstung. Also das geht schon klar. Wir können uns auch einfach mal zwei Blöcke so nehmen. Hier. Eins, zwei. Genauso machen wir das. Das erste. Okay, wir essen erstmal was, damit kein Unglück passiert. So, dann haben wir erstmal zwei. Gut. Die lassen wir. Nehmen wir uns vielleicht hier noch zwei weg. Kriegen wir die? Ne. Da müssen wir uns etwas Bruchstein nehmen. Gut, müsste reichen. Nehmen wir uns noch zwei. So, das reicht uns erstmal. Ich glaube, ich habe noch nie Türen aus Tropenholz gebaut. Das will ich gerne mal probieren, wie das aussieht. Deshalb werden wir das jetzt tun. Oh Leute, ich denke, das kann schon nice werden. Und vor allen Dingen. Kommen wir von der Base, ist das so, naja, so ein ziemlicher Zentralpunkt, ne? Wo wir halt hier in die ganzen Biome kommen. Ich würde sagen, unser Spot hier für die Basis, der ist schon gut. Gut, dann machen wir uns Tropenholzbretter. Und machen uns mal eine Einheit Tropenholztüren. Gut, dann bauen wir die gleich mal ein. Ich baue die Türen von drin ein. So. Naja, ich würde denken, auf den ersten Blick sieht es gar nicht mehr so verkehrt aus.
Dann nehmen wir uns noch. Nehmen wir uns noch den polierten Diorit. Oder wollen wir das mit Holz machen? Vielleicht sollten wir das mit Tropenholz machen. Ja, Leute, ich glaube, das kann man machen. Aber hier oben drüber nehmen wir uns dann noch Diorit. Normalen Diorit. Hier können wir uns noch was wegholen. Dann machen wir erstmal hier oben Diorit ran. Den hier. Ich hole mal ein paar Fische. Siehst du, Fische haben wir auch hier. Wenn wir die Katzen füttern. Wenn wir später mehrere haben auch. Da haben wir quasi das Katzenfutter vor der Haustür. Wenn wir uns den fahren dort hinten. Wir können auch gleich vor der Haustür angeln, wenn wir wollen. Nice. So, da wollte ich hier draußen noch. Wir gehen erstmal schlafen, Leute. Wo ist denn die Miets? Komm mal her. Wunderbar. Wo ist sie jetzt wieder hingerannt? Miets? Ach, die ist drinne. Okay. Durch die Wand gespawnt oder was? So. Pass mal auf, Mies, du kriegst erstmal einen Fisch. Sehr gut. Dann bauen wir jetzt hier noch die Umrandung auf jeden Fall mit Diorit, soweit wie der Stein geht. Und hier so die Blöcke würde ich sagen auch, zumindest erstmal hier und den. Gut, dann kann hier auch noch was hin. Sehr schön. Gut, und die beiden hier würde ich sagen auch noch. Um den Rest können wir uns später mal kümmern. So. Dann müssen wir uns überlegen, wie machen wir jetzt hier weiter. Wir machen hier erstmal den Stein weg und Diorit hin. Also auch hier. Hier schauen wir noch, wie wir die Decke machen. Werden wir noch sehen, ob wir die vielleicht so lassen oder ob wir da auch was anderes dann hinmachen. Kommt Zeit, kommt Rat. Eine Hasenpfote von Mietz. So, dann machen wir hier die Erde noch weg. Gut, dann machen wir hier die Erde noch weg und dann denke ich, können
können wir guten Mutes in den Feierabend gehen. Hier die Steine noch weg. Diorit auslegen. Wunderbar. Und dann werden wir mal schauen in der nächsten Folge, ob wir, also dann bauen wir uns mal ein Stück hier hinter und dann auch mal runter. Dann schauen wir mal, was uns hier so alles erwartet. Vielleicht finden wir sogar was richtig Nices hier. Gut, der kommt noch weg. Gut. Ist das erstmal erledigt? Dann räumen wir das Bett noch rein. Und die Werkzeugbank und den Ofen. Ich würde mal sagen, hier kommt erstmal das Schlafzimmer hin. Das Bett kommt in die Mitte irgendwo. Eine Mitte gibt es ja nicht, aber nicht an die Wand. So. Was ist eigentlich mit dem hier? Kann ich den wegmachen? Ja, kann ich. Hier haben wir eine Mitte, da stellen wir es hier hin. So, dann holen wir uns den Ofen und die Werkbank und die Kohle. Dann würde ich sagen, wir machen uns hier. Naja, ich weiß nicht so genau. Wir machen uns hier, denke ich mal, unsere. Unsere Werk- und Küchenecke hin, nenne ich mal so. Und das nehmen wir auch noch weg und dann machen wir die Wand erstmal mit Bruchsteinen zu und bauen dort unsere Geräte ein. Und wir fangen erstmal oben an. Machen wir unten eine Schicht. Machen wir eine Seite Küchenecke, eine Seite Werkecke. Dann stellen wir den Ofen hier hin. Später können wir natürlich auch noch mehr Ofen dazu machen. Ne? Kommt mal den Bruchstein einfach weg und machen an der Stelle vielleicht noch mehr Ofen, wenn wir das brauchen irgendwann. Warum? Muss mal was gucken, wenn ich das direkt hier drauf setze. Gut. Wenn ich das an die Wand setze, dann müsste es andersrum sein, ne? Auch nicht. Ich möchte aber gerne den Hammer und die Säge vorne haben. Müssen wir das vielleicht irgendwie so machen? Auch nicht. Na gut, dann lassen wir das so. Und dann machen wir jetzt den Rest mit Bruchstein zu. Erstmal. So. Naja, das kann man, glaube ich, erstmal so machen. Hier bauen wir uns auf jeden Fall auch noch unsere beiden Dioritstufen hin. Gut, das kommt noch weg hier. Einmal, zweimal passt.
Dann gucken wir mal, dann können wir uns vielleicht hier auch noch mal hier einen Bruchstein, hier und hier. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Gut, wir überlegen uns in der nächsten Folge, wo wir unsere Lagerecke hinmachen. Wir können natürlich auch noch erweitern in der nächsten Folge. Wir werden uns in der nächsten Folge auf jeden Fall noch mal ein bisschen um die Basis kümmern. Und dann sehen wir weiter. Gut, ich hole jetzt Miets. Die kann mit ins Bett kommen. Miets. Tür zu. Okay, dann setzt es sich auch gleich hin. Gut. Gut, Leute. Wir machen Feierabend. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und eine positive Bewertung da. Würde mich sehr freuen. Gerne auch Kommentare. Und ich verlinke euch eine Facebook-Gruppe. Das ist der Ultimate Fight Club. Wenn ihr auf Wrestling und Boxen und Kampfsport steht, solltet ihr dort mal vorbeischauen. Leute, in diesem Sinne, wir sehen uns auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Jens.